Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wusstet ihr eigentlich heute im Zeichen des Odor sein Gegner? Nein, nicht das. Heute im Ze Verdammt. Im Zeichen des unnützen Wissens. Ja, wie ihr seht hier, wir haben gerade mal Schatten. Das ist eine Seltenheit, dass wir mal einen Schatten haben. Ja, das Schwert aus dem DLC hier, das Schwert der Einsamkeit. Das da. Großschwert der Einsamkeit. Das hat keinen Schatten. Seht ihr das da? Das wirft keinen Schatten. Selbst das Schwert, was gefühlt eigentlich aus Licht besteht, hat einen Schatten. Seht ihr das am Boden? Ja, ist das ein Bug? Vielleicht. Ist es gewollt so, weil es einsam ist? Man weiß es nicht. Aber ich dachte, hey, im Zeichen des unnützen Wissens kann man das schon mal bringen. Und wenn euch dieses unnütze Wissen übrigens gefällt, ist nur eine kleine Sondersendung, dann würde ich mich riesig über ein Like freuen, weil letztens hat das so wunderbar geklappt. Also Dankeschön an der Stelle an jeden einzelnen von euch. Wenn, dann können wir gerne dieses Mal nochmal die 100 Likes anpeilen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ansonsten, ja, dann, wie ihr seht, wir sind schattenlos. Ja. Also nochmal hier, selbst das da sieht man ein bisschen was am Boden. Ja, und naja. Okay, kommen wir zu der nächsten Sache. Weiter geht's mit noch mehr unnützen Kram, der uns nicht wirklich was bringt, aber dennoch Erwähnung findet. Ja, wir befinden uns jetzt im DLC. Und zwar genauer gesagt in Mithras Pfarrhaus. Und wenn ihr in der großen Bibliothek seid, hier, dann gibt es ja diesen Geheimgang. Und in diesem Geheimgang, ich weiß nicht, was er hier getrieben hat, aber man kann sehen, dass unter diesen Laken, wenn man genau hinsieht, erkennt man Finger. Also wie die zwei Finger in der Tafelrundfeste. Unter diesen Laken sind Finger versteckt. Andere YouTuber, die Out-of-Bound-Sachen machen und frei bewegliche Tools mit PCs, die konnten das sogar schon noch deutlicher zeigen. Also ich bin etwas spät dabei. Und fand es aber dennoch sehr interessant, denn es gibt noch einen weiteren Hinweis. Also ganz gleich, was Mithra hier angestellt hat mit diesem ganzen Zeug. Wir gehen jetzt mal in seine Boss-Arena. Auf dem Boden findet man nämlich noch mehr Hinweise, dass hier Dinger mit Fingern gemacht wurden. Ja, also. Hier, wenn man nämlich ganz genau hinschaut, es ist etwas wirr zu erkennen. Hier ist zum Beispiel ein sehr guter Fleck. Ja, das sind Fingerabdrücke, wenn man sich das in Ruhe anschaut. Also entweder wurde hier die wahnsinnige Hand geboren, die wir im Hauptspiel finden, oder Mithra hat versucht, Dankeschön, eine weitere Hand zu erschaffen, oder es ist etwas ganz anderes, Obskures, aber dennoch fand ich, es ist interessant genug und obskur genug, dass wir es heute in diese Folge mit reinpacken können. Ja, wird es euch etwas spielerisch bringen? Nein. Ist es unnützes Wissen? Ja. Ja gut, dann kommen wir zu der letzten Sache für heute und ich bemühe mich, dass es nicht ganz so nutzlos sein wird. Da wären wir schon bei der letzten Sache für heute. Und zwar hat das mit den Schwarzritterwaffen zu tun, also aus dem DLC, wie ihr hier seht. Und wenn ihr den DLC nicht besitzt, habe ich eine Alternative für euch. Und zwar geht es darum, normalerweise, wenn Waffen bereits ein Affix haben, also wie im Falle der Schwarzritterwaffen, die haben Heiligschaden von Haus aus. Solange ihr keine Kriegsasche drauf macht und trimmt ihr Affix komplett auf heilig, also sagen wir, wenn jetzt da stehen würde, heilige schwarze Stahldoppelklinge als Beispiel, dann geht das nicht mehr. Normal ist es so, wenn schon ein Elementareffekt auf etwas drauf ist, kannst du auch kein Fett mehr benutzen. Bei den Schwarzritterwaffen und bei der Tonmenschenharpune, ich wollte schon sagen Speer, aber mein Gott, ja, dann ist es wohl eine Harpune. Da ist das nicht der Fall, denn da könnt ihr trotzdem noch Fett draufschmieren. Wie ihr unten seht, ich kann die also mit Heilig Damage infusen. Oder ich kann ihr ein zusätzliches Element verleihen.
Ihr seht, es hat jetzt zusätzlich gerade eben Magie-Damage. Und dies gilt im Übrigen, wie gesagt, auch für die Tonmenschen-Harpune. Die Tonmenschen-Harpune kommt nämlich von Haus aus mit angeborenem Magieschaden daher. Sprich, wir können sie jetzt auch mit heiligem Fett einreiben. Und wie ihr seht, hat sie jetzt auch noch zusätzlich zu ihren normalen Werten Heilig-Damage obendrauf. Ja. Wird die Waffen jemand benutzen? Gut, die Schwarzritterwaffen vermutlich schon. Beim Tonmenschen, Harpunen, Gedönse bin ich mir nicht ganz so sicher. Fand es aber dennoch ganz interessant, dass ich euch mal zeigen wollte. Und das wäre auch schon der letzte Fakt für heute gewesen. Also wenn ihr eine dieser Waffen benutzt, habt keine Kriegsasche drauf, habt ihr kein spezielles Affix zugewiesen, dann könnt ihr das liebend gerne mal austesten. Ja, das wäre es dann für heute gewesen. Nützlich oder unnütz? Das könnt ihr entscheiden. Wie gesagt, ich würde mich riesig über ein Like freuen. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder zu einer hoffentlich etwas nützlicheren Folge. Okay, das wäre es für heute gewesen. Dann Dankeschön für eure Zeit und bis zum nächsten Mal, ja? Tschüss.